So, Recording in Progress. Hallo Chris, grüß dich. Hallo Michael, ich grüße Wir dich haben uns ganz heute herzlich. dazu verabredet, ein völlig überflüssiges Gespräch zu führen. Es ist ja, also, es ist ganz schön was passiert, ne? Seit unserem letzten kleinen Austausch. Ja, ganz genau, so ist es. Und deswegen kommen wir auch noch mal zusammen, weil es jetzt auch an der Zeit ist, das zu tun. Ja. Genau, wir haben uns gerade schon ein bisschen ausgetauscht und sind eigentlich nur am Grinsen. Ja, es ist echt der Hammer. Also, wie gesagt, also gerade ich bin immer wieder überrascht, was mit Wortbedeutung und Semantik dann dahergeht. Ja, also wie du Begriffe in eine völlig andere Perspektive schieben kannst und dann wirklich plötzlich was total Positives dabei rauskommt. Ja? Also hätte man mir vorher gesagt, du bist total überflüssig, weiß ich, hätte ich glaube jeder zweite von uns irgendwie angegriffen gefühlt in irgendeiner Form, ja? So nach der Wohnung. Und jetzt denke ich, du hast vollkommen recht, Chris. Es ist der Zustand, den man eigentlich haben möchte, überflüssig zu sein. Nochmal danke fürs letzte Mal. Das hat ziemlich einen Impuls gegeben. Ja? Du hast eine kleine Telegram-Gruppe aufgemacht, die werde ich nachher hier auch noch verlinken. Und da wird es im Überfluss überflüssiges Zeug geteilt. Also wunderbar. Was machen wir heute? Ja, ich habe heute einen schönen Hintergrund auch dafür das Thema gewählt. Das ist eine Installation gewesen von einem Künstler in New York mit dem Titel Passage oder Passage. Und seit unserem letzten Gespräch, ich spitze mal so ein bisschen meine Ohren und höre dann ja hin, bewusst hin, Ja, du nicht hörst nicht zu. zu, du hörst hin. Ich höre hin. Und dann bildet sich eben um so manche Begriffe eben so ein kleiner Kranz, ja, das nennt man Highlighten oder Hervorheben. Und ich habe beim Hinhören halt sehr viel das Wort passieren gehört. Passiert ja nichts oder es passiert eben nicht das Richtige, aber es sollte ja was passieren. Ja, oder Und wann passiert ja, eigentlich es was? drehte sich so viel um diesen Begriff passieren, Ja. dass ich halt eben mal geguckt habe, was er in seiner Wortbedeutung eben bedeutet. Das heißt eben durchlaufen, durchgehen oder überfliegen oder wie auch immer. Jedenfalls, es hat etwas mit einem Übergang zu tun. Jeder kennt ja passierte Tomaten, sicherlich, ne? Und die müssen ja irgendwie durch das Sieb durch, ja. Ich habe das selber mal gemacht. Ich habe eine wunderbare, das ist so ein, da drehst du die so richtig schön durch, dann Ja. passierst du die. Ja, also das ist so. Ne? Ja. Es gab ja auch mal Passierscheine und der Pass ist mit Sicherheit auch vom Passieren Ja. abgeleitet. Ja, also ein Reisepass zum Beispiel sagt es ja schon. Wir dürfen passieren, ja. Ja, genau. Richtig. So, und ja, das Thema ist ja sicherlich auch aus der Vergangenheit mit dem Passage der Flüchtlinge oder ähnlichem bekannt. Also es gab ja auch mal eine gewisse Zeit, aber jetzt ist es halt so, dass dieses Wort so seine Bedeutung erst richtig bekommen hat, also dass es so gesehen gehighlightet wurde, Mit die dass Tomaten. ein hohes Licht bekommen hat. Und So, deswegen bin ich nochmal da, um darüber ein bisschen zu berichten, was mein Hörvermögen eben so hervorgebracht hat und ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dieses Wort zu lenken. Bin mir sicher, das ist völlig überflüssig. Ja, absolut überflüssig, ja. Und ja, wir haben zum Beispiel diesen lustigen Ausschnitt aus dem Film Asterix erobert Rom. Da geht es um den Passierschein A38, Genau, falls du dich noch erinnerst, wenn ja. Sie eine Galeere anmelden müssen zum Hafen. Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Ja. Ich höre dich ein bisschen leise. Kann das sein, dass das. Ja, es kann mein Mikro ist. Irgendwie, ich habe da momentan einen Moment. Okay. Ob ich an der Lautstärke noch was machen kann. Oder vielleicht einfach, dass es mehr zu dir drehst oder so. Ja, ich bin ganz dicht schon davor. Genau. Moment, jetzt besser? Ah, jetzt wird es auf Ja, jeden das Fall ist. deutlicher. Moment mal kurz. So, und jetzt? Wie ist es Ja, jetzt ist jetzt? es etwas übersteuert, also es würde Und reichen, wenn jetzt? es Wie ein ist es paar. jetzt? Ja, hört sich besser an. Okay. Ja. Danke. So, wir waren beim Passierschein A38, ja, 38, dass genau. das Haus das Verrückte macht, also genannt Verwaltung, Ja. ja. Also wer mag, kann sich ja das gerne nochmal anschauen. Ist, glaube ich, zu Genüge im Netz auch vorhanden oder Also ist auch der. gerade in unserem Dunstkreis ist das so ein geflügeltes Wort, ja, wenn du das Genau. Polar holen, du meinst, es passiert dann A38. Ja, richtig. Also. So, und da hatte ich mich eben auch daran erinnert, das gab ja mal einen Wissenschaftler, genannt Erwin Schrödinger, der hatte dieses Gedankenexperiment von der Katze. Schrödingers Katze, ja,
ja, lebendig und tot oder tot und lebendig gleichzeitig sein kann, also dieser dritte Zustand, der eben da ist, ein überlagerter Zustand. Und da ist mir irgendwann in der FAZ ein Bericht vor die Füße gefallen oder vors Auge gefallen mit dem Titel Schrödingers Katze wird Flügge. Und das war im Jahr 2010. Da hat sich also eine wissenschaftliche Gruppe in der University of Santa Barbara eben mal dieses Experiment gemacht. Die haben das natürlich nicht mit einer Katze gemacht, sondern mit zwei Oszillatoren. Und haben also dieses Gedankenexperiment in die Wirklichkeit geholt und festgestellt, dass dieser Zustand tatsächlich existiert. Okay. Das ist So. jetzt ein Zustand, der ist irgendwie beides, aber doch Ja. nicht. Ne? Genau, also nicht der Entweder-oder-Zustand, sondern der sowohl als auch. So, und dieser Zustand drückt sich eben von meinem, also ich sag mal, vom Hinhören gerade sehr, sehr deutlich aus, ja, weil dieses, es passiert was oder es passiert nichts oder ja, also je nachdem, wie man justiert ist oder wie man eingestellt ist, kann man sich eben auch aufregen oder es wird ein erregter Zustand so gesehen, dass eben was passiert oder dass eben nichts passiert. Jedenfalls, es hat immer, es dreht sich immer um das Passieren, also um das Geschehen an sich. Ja, und das verdeutlicht mir eben durch die Häufigkeit eben, dass wir in diesem Zustand doch ziemlich deutlich angekommen sind. Also, dass er jetzt auch spürbar und fühlbar wird. Und in einer Gesprächsrunde, wo ich mal, wo ich jetzt am Wochenende teilnehmen durfte, war eine sehr, sehr hochsensible, ein hochsensibler Mensch da oder eine hochsensible Wesenheit. Und ich hatte gemerkt, da ist Druck, ja, also da ist, stand sehr unter Druck. Und als ich das Wort Superposition in die Runde gebracht hatte, was aus der Quantenphysik stammt, dass man also so gesehen an jedem Ort gleichzeitig sein kann, da brachen dann im wahrsten Sinne des Wortes die Dämme. Ja, da wurde das wirklich überflüssig. Das kann ich mir Das vorstellen. brach also richtig hervor, ne? Ein echter emotionaler Dammbruch und man konnte es auch, auch an den feuchten Augen erkennen. Und ich hatte nur das Stichwort genommen, Superposition. Und dann erzählte sie halt, was sie so empfindet. Eben diese, dieses, dieser Zustand Lost in Space könnte man das im Englischen formulieren oder verloren im Raum-Zeitgefüge. Ja? Also dass diese Anknüpfungspunkte sich plötzlich destabilisieren, auflösen und man nicht mehr genau weiß, was man jetzt ist, tot oder lebendig oder beides gleichzeitig oder also sehr, 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 sehr verwirrende, verwirrende Wahrnehmung. Bis wir das dann, ich sag mal, etwas einfangen und stabilisieren konnten und auch klar machen konnten, das ist eigentlich jetzt in dieser Zeit, in diesem Geschehen oder in dieser Passage eigentlich ein Normalzustand. Ja. Ja, und je flüssiger oder je überflüssiger man selbst ist, umso weniger Druck erzeugt es auch. Ja, das heißt also, man kann leichter durchkommen, man kann leichter passieren, als wenn man eben wieder, also ich sag mal so einen Widerstand leistet, ja, oder in verhärteten Glaubensmustern gefangen bleibt und eben beim Durchdrücken durch das Sieb merkt man dann, es wird unbequem. Ja, es geht nicht so leicht durch. Ja, und dann fragt man sich, wie konnte das passieren? Es liegt wahrscheinlich, also wenn wir jetzt dann den Bogen mal spannen, ja, dann haben wir ja, also Bad Schrödingers Katze ist ja auch ein Sinnbild für Materie und Welle. Ja, also das sind ja diese beiden Zustände, das Unschärferelation, Heisenberg und was es da alles gibt, ja, dass du also keine genaue Zuordnung machen kannst, wo jetzt die Materie sich genau befindet. Du kannst nur vermuten, ja. Und solange du es eben nicht nur vermutest, ist dieses Elektron in dem Moment, das kann man so sagen, eigentlich nicht materiell. Dann gibt es Doppelspaltexperiment, ja, wo dann, ich glaube, dann war das 1800 noch was, hat das erste gemacht mit Licht. Etwas später hat man es dann mit Molekülen durchgeführt, erst mit Elektronen, dann mit Molekülen. Aktuelle Grenze ist bei 800 Atomen, also Molekül mit 800 Atomen, das ist schon ziemlich groß. Und wo dann wirklich also auch tatsächlich das Bewusstsein dazu kommt, ja, sag mal, die Örtlichkeit der Materie festzulegen. Und erst dann ist es eigentlich auch zuordnenbar. Ja? Jetzt könnte man natürlich noch hergehen, das ist jetzt ein Hinweis, den ich noch von jemandem gekriegt habe, vergiss dabei nicht die Messapparatur, ja, weil die kann ja auch irgendwo ein
wirken in irgendeiner Form, ob es dann wirklich das Bewusstsein ist oder die Messapparatur. Das möchte man an der Stelle vielleicht anderweitig mal erörtern. Ich lasse es einfach mal so stehen. Das Bewusstsein schaltet sich dazu, die Materie entsteht. Ja? Also so kann man das fast sagen. Und bevor das eben nicht passiert, hast du diese beiden Zustände, sowohl als auch, also dieser Und-Zustand. Es ist beides da. Etwas verbunden, was eigentlich gar nicht zu verbinden ist, ja, wenn man es mal so will. Ich Ja. mache in meinen Kursen oft einen Vergleich. Und das ist was mit dem Wort Wesen zu tun hat. Da bin ich drüber gestolpert. Ich habe mir das Wort Wesen mal angeguckt, weil wir gerade auch in der kommerziellen Ecke immer dieses geistig-sittliche Wesen hatten, ja, wo wir dann gesagt haben, ja, und die meisten dann wirklich assoziiert damit oder haben damit assoziiert, das ist eben der Mensch, ja. So in dem Sinne, also praktisch Mensch vor dem Gesetz, bla bla bla, die Richtung, ja. Und wenn du aber das Wesen anguckst, das ist wirklich spannend, weil du landest tatsächlich beim Wort Wesen in der Essenz, ja. Während der Mensch an sich, alles was materiell ist, eben die Existenz ist. Das steht in so einem krassen Gegensatz zueinander. Das wird auch sprachlich erklärt, dass das Gegenwörter sind. Aber Essenz wiederum etwas ist, was eigentlich gar keinen Körper braucht. Und somit ist der Mensch eigentlich in seinem Dasein auch beides. Sowohl als auch. Und ich glaube, das ist ein Bewusstseinszustand. Wenn du das erstmal verstanden hast, dann greifen bestimmte Dinge aus dieser, ich möchte mal so, aus dieser Passiereinrichtung, ich nenne das jetzt mal so, Ja. dann nicht mehr so. Ja? Dem stimme ich absolut zu. Dankeschön. Ja, und ich hatte dann erwähnt, also dass dieses Thema gerade, also dieser Zustand ja gerade 7 Oscars bekommen hat. Das heißt also, der Film, der so gehypt wurde, nennt sich Everywhere, Ja, Everything, das habe All ich at auch schon Once. allein am Titel, ne, habe gedacht. Genau. Ja, und im Westen Ja. nichts Neues mit 4. Deutscher Kriegsfilm für das Oscar prämiert. Antikriegsfilm. Ja. Panzer werden geliefert. Ja, alles klar. Passt jetzt. Ja, also er war für 11 Oscars nominiert und hat glaube ich, sieben davon abgeräumt und trifft dieses Thema ja auch sehr gut. Es geht darum, das Multiversum und eben auch diese Passagen. Und er ist sehr, ja, herausfordernd, der Film, definitiv. Aber er ist meiner Meinung nach auch ein Highlight, also ein hohes Licht in dem Sinne. Sehr empfehlenswert, sich den Film auch mal anzuschauen, wer möchte. Und das Thema vielleicht auch auf sich wirken zu lassen. Also ich benutze zum Beispiel für mich selbst immer meine Messapparatur. Also ich bin mir selbst die beste Messapparatur, die ich mir selbst vorstellen kann. Das heißt also, durch den Zustand des Hinhörens kann ich natürlich sowohl nach außen hören wie auch nach innen. Und dann einfach mal, sag mal, in die Kommunikation reinhören. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Sketch von Otto, ja, mit der Leber und dem Hirn, die dann anfangen, so miteinander zu reden. Ja, aber so ähnlich läuft das ab. Ja, das heißt also, man kann in den Funkverkehr dann durchaus mal reinhören oder hinhören und kann einiges mitbekommen. Ja, das heißt also, diese Kommunikation ist tatsächlich da. Manchmal auch in der humoristischen Form durchaus. Aber die gibt sehr viel Aufschluss darüber, wie der Zustand jetzt ist. Ja, weil diese Kommunikation eben, man kann sagen, unverfälscht jetzt abläuft. Und kann ich also auch diesen Zustand des Passierens auch im eigenen, sag mal, im eigenen Sein abrufen. Ja. Man muss nur sehr still werden, das heißt also, man muss die Qualität des Hinhörens durchaus auf 100% fahren. Dann kann man das mitbekommen. Also es wird dann auch immer lauter. Ja. Ja. Wenn man Verschwindet den dann nicht mehr Raum so dafür im. schafft, nehme ich an. Ne? Ja. Das ist ja auch das, weißt du, wenn du dann jetzt gerade auch durch das, was wir jetzt so in der Vergangenheit schon gemacht haben, ich verweise jetzt immer nochmal auf den Bernhard-1-4-Prinzip oder der eigentlich auch im Prinzip das beschreibt, was wir hier gerade beschreiben, nur hat er eben andere Wörter, ja. Und das sind einfach Dinge, die Bernhard sagt immer, die Seele ruft an, ja. Also ne, sie ruft an. Und das ist das, glaube ich, was du meinst, wenn dann das Hinhören sich einfach mal hinhören tust du ja dann, wenn du zum Beispiel nichts sprichst oder keinen Laut von dir gibst, dann hörst du hin. Und diese absolute Ruhe, die du da beschreibst, das ist genau das, ja? Also wenn von innen dann irgendwie ein Impuls kommt und hinhören, also ich möchte es mal so sagen,
Das ist eine Sprachebene, da brauchst du eigentlich keine Worte. Ja? Also manchmal ist es ein Signal oder ein Impuls oder ein Gefühl oder auch ein Bild, ja, in irgendeiner Form. Ja? Und da kommen auch wieder Archetypen ins Spiel, wo man dann aus der Symbolik was ableiten kann. Also es ist ein hochspannendes Thema. Völlig überflüssig. Ja, völlig überflüssig, ganz genau. So, und mein Behältnis hier, wie ich es nenne, ja, für diesen Zustand, kann das sehr gut mittlerweile. Also, immer wenn ich dann in diesen Modus gehe des Hinhörens, entwickelt sich die Kommunikation auch sehr deutlich. Und manchmal, ich sag mal so, manchmal bin ich natürlich auch nicht immer so bewusst oder so, sondern bin auch abgelenkt und so etwas. Und dann merke ich, wie zum Beispiel einfach ein kleines Pieksen, ja, also so ein Knuff von innen dann die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann frage ich mich, was passiert hier gerade? Ja, da bin ich sofort da. Was passiert hier? So, und dann kann ich diese Kommunikation richtig schön und deutlich dann auch mitbekommen und sehe und fühle dann auch, dass jetzt gerade tatsächlich etwas passiert. Heute Morgen zum Beispiel kam in mein E-Mail-Postfach vom Newsletter vom spaceweather.com, glaube ich, ein Hinweis, dass jetzt sogar in Florida Nordlichter, ich glaube rote, also die gesehen wurden. Und Florida liegt ja nun durchaus ziemlich tief. Das heißt also, das Energieniveau, was momentan einströmt, muss extrem hoch sein. Ja, also dass es sich bis in diese Region dann auch sogar zeigt. Ja, das hat ja ein Passant etwas geschrieben. Bitte? Ein Passant hat sich gemeldet. Ja, genau. So, das heißt also, wir sind in einem sehr starken energetischen Zustand, ja, der durchaus starke Einwirkungen auch zeigt. Auf der körperlichen Ebene ist das durchaus, ich glaube, mittlerweile so in dem Zustand angekommen, dass man das wirklich tatsächlich deutlich wahrnehmen kann. Also, dass, ich sage mal, die Rauschsperre, die da normalerweise drin ist, durchbrochen ist. Und der Anzeiger durchaus anschlägt, dass man sagt, okay, Moment mal, was passiert hier gerade? Ja, Ja. das heißt also, was tut sich hier gerade? Und ich kann ja vielleicht nur als Empfehlung das mal rausgeben, eben mal in diese stillen oder in diesen Hinhörmodus mal reinzugehen und dann mal abzufragen, was jetzt los ist, also was jetzt da gerade passiert. Ich höre von vielen eben auch ja, so Meldungen, dass sie unter Druck stehen. Ja, und dass also auch dieser Druck sich an verschiedenen Stellen im Körper bemerkbar macht. Und du hast ja vorhin dieses schöne Bild nochmal gegeben mit diesem Sieb, wo das so durchgedrückt wird. Ja, also das heißt, diese Bewegung von diesem Durchdrücker, den kann man, glaube ich, vielleicht vergleichen mit dem Weltraumwetter oder mit dem Space Weather, dass dieser Druck, also diese Energie jetzt dafür sorgt, dass wir eben durch diesen Zustand hindurchgehen, eben dann aus diesem Mischzustand des Lebendigen und Toten oder umgekehrt eben in den tatsächlichen Zustand übergehen können. Also dass Also, wir wirklich durch die Passage kommen. dieser Schieber, der da drin hängt in diesem Ding, und der schiebt das einfach so drüber und drückt dann Genau. direkt drauf. Also das ist dann das verschiedene Netzgrößen, wo du dann einsetzen kannst, wird das immer feiner und feiner und feiner. Ne? Und so kriegst du halt deine passierte Tomaten. Genau. Ja, und je flüssiger du Aber, natürlich bist, ja, ja, bitte. also das heißt, je flüssiger du bist, also je weniger verhärtete Glaubensmuster So ist es. noch da sind, umso angenehmer wird es auch, da durchzukommen, So eben ist durch die es, ja. Passage. Das ist eine Qualität, Chris, wenn ich das mal so sagen darf. Also, weißt du, man kommt ja aus einem Leben raus, ja. Also wir sitzen ja alle da und haben irgendwas hinter uns, ja, so ein Stück weit. Und ich glaube, das war gerade in der dieser völlig überflüssigen Zeit da vor kurzem auch so ein Punkt, ja, wo einfach dieser Impuls aus meiner Sicht, und ich sage das jetzt mal so ganz großspurig, weltweit in Gang gesetzt wurde. Und ich habe das am Anfang so verglichen mit mir, also bei
da ist so eine Leere entstanden plötzlich, ja. Es war so eine Leere da, ja. Das Schlafenlegen der äußeren Welt, ja, dann das wunderbare Wetter da draußen, dann siehst du plötzlich Berichte, dass in Venedig klares Wasser ist und im Hafen Delfine in Rom, ne? Und lauter so Zeug, wo du dann denkst, was geht da ab? Ja? Und dann merkst du, dass ja diese ganzen Prozesse, die im Vorher am Laufen waren, ja, die alle nur irgendwie systemisch behaftet waren, plötzlich aus sind. Ja? Und dieser Moment, ja, also diese Phase, die habe ich als unglaublich angenehm empfunden. Unglaublich angenehm. Also da war keinerlei Druck, da war keinerlei jetzt gut, du hast schon bestimmte Dinge vermisst, ja, das muss man schon ganz klar sagen, sodass es jetzt das nicht geht oder das nicht geht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das Gefühl, was da entstanden ist, das, was du gerade beschreibst, das Passieren, war total einfach. Ja? Und das war für mich auch ein Zeichen, dass ich vielleicht in irgendeiner Form an einem Punkt bin, wo bestimmte Dinge einfach nicht mehr greifen können. Ja? Und wir greifen das oder das greifbar machen, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo wir uns selber manchmal ein Stück weit auch im Weg stehen, ja, weil Sprache lässt ja dieses greifbar machen zu. Wenn du das Substantivieren nimmst, was mit Substanz zu tun hat, dann ist das ja letztendlich auch eine Art, wenn auch nur geistige Materie, ja. Da bist du wieder bei Schrödingers Katze, wenn du es im Kopf hast, ist es dann da oder nicht da, ja. Wenn dein Bewusstsein dafür sorgt, dass Elektronen sich irgendwo manifestieren, dann ist der Prozess der Schöpfung in dir integriert und dann tust du eigentlich nichts anderes wie das Passieren vom einen Zustand eben in den anderen. Ja, während die Vorstellung ja eigentlich so real in deinem Kopf ist, dass du gar nicht unterscheiden kannst, ist es schon da oder ist es nicht da? Ja, ja du hast da keinen Fixpunkt in dem Sinne, ja. Du bist in diesen Zuständen, ja, und du kannst diese Zustände nur erleben als Zustand, ja, aber nicht im Vergleich zu einem anderen Zustand, ja. Ist schwierig, das überhaupt zu beschreiben. Eigentlich ist es unbeschreiblich, ja. Sind unbeschreibliche Zustände. Ja, aber Und das ist ja eigentlich ich nur denke flüssig, so, darüber zu reden, oder? ja, absolut. Absolut überflüssig, ja. Ja, und ich denke, die Zielsetzung oder das, was eben durch diesen Zustand eben hervorkommt, ist auch eine Entscheidung. Ja, man sagt, okay, ich kann eine Wahl treffen zwischen lebendig oder tot. Ja, ich glaube, da über dieses Thema ist ja auch sehr viel gesprochen worden, über das System, was ja im Sachrecht, also im Reich der Toten angelegt ist, Ja. und über das, was wir ja als Wesenheiten empfinden und ja erleben, der andere Zustand, ja, das heißt also der zuständige Zustand des Lebendigseins, oder wie ich es auch nenne, der Vertrag mit dem Leben, und der ist, soweit ich mich erinnere, auch in diesem Juristenwelt als ein unbekannter Zustand definiert, also Leben ist aus einer unbekannten Ursache entstanden und ist so auch zeitlich gar nicht zu erfassen. Geht nicht. Das geht ja nur, also im Diesseits, das könnte man so sagen, dort könnte man einen normierten Zeitstempel dann integrieren, was ja auch getan wurde. Wenn man im Jenseits, ich glaube, über Samstag, Sonntag oder Montag 7 Uhr keine Gedanken macht. Ja, also ich verblüffe den einen oder anderen immer mal, wenn der mich fragt, ja, wie alt sind Sie? Dann suche ich mir einfach irgendeine Zahl aus und sage zum Beispiel 4837. Ja, so, und dann guckt er mich immer erstaunt an und sagt, wie kommen Sie da drauf, ne? Oder wie kann das sein? Ja, das ist mein Alter. Ja, und das ist eben nicht definiert oder begrenzt dadurch, dass es eben in einem Register irgendwo einen Fixpunkt gibt, sondern das bestimme ich ja selbst. Ja, genau. Ja. Ja, die Ja, merkt's eigentlich. genau. Und da guckt man immer so erstaunte Augen, so nach dem Motto, das geht nicht, das ist Error, ne? Tilt. Ja, ist nicht rechenbar. Ja, und diese Grenze zu überschreiten, also diese Grenze in dem Sinne auch zu passieren, ja, und eben, man kann sagen, frei zu wählen und zu sagen, wenn ich mein Alter bestimme, dann bestimme ja ich das und nicht jemand anders. Ich habe das ja bei mir mit einem metrischen System gemacht. Ich bin jetzt wirklich auf Tage gegangen. Da gibt es auch wunderbar kalenderorientiert natürlich Tage. Und dann dachte ich, gut, du kannst ja jetzt eigentlich nichts anderes sagen, wenn jetzt auf Hause Sonne scheint. Ich kann nur sagen, es ist ein Tag. Was der für eine Bezeichnung hat. Ja, das
Versuch doch mal den Dienstag anzufassen. Ja? Also du wirst Ja. ihn finden, der ist nirgends. Ja? Ja? Und ich habe dann einfach gesagt, ne, wenn mich einer fragt, dann sage ich irgendwas um die 21.000. Und ich meine damit die Tage. Ja? Ja, und ich feiere auch den Geburtstag jetzt wirklich im Tausendersystem. Also das habe ich jetzt begonnen, ja, und habe dann den 19.000. Tag jetzt gehabt und den nächsten feiere ich am 20.000. Tag. Und weißt du, was das Schöne ist an der ganzen Geschichte? Dann hast du nicht immer im selben. Ich habe ja im Herbst, ne? Und da ist meistens scheiß Wetter und der nächste ist im Sommer. Und dann feiere ich im Sommer, also dann darf ich auch mal. Ja? Das, Da kannst du einfach sagen, ja, kann passieren. ja. Shit happens. Kann passieren, ja, genau. Ja, und das ist so schön. Also wenn man auch diese Grenze, ich sag mal, auflöst, dann kann ja im wahrsten Sinne des Wortes alles passieren. Ja, eben. Ja. Du darfst ja auch den Passierschein ausstellen, wenn du sagst, es kann passieren, dann erlaubst du es ja, ja. Das ist Genau. ja das. Ja. Ja. Ja, wer sollte mich denn dann noch am Passieren hindern? Niemand. Ja. Ja, was wir dann halt, und das ist jetzt eben die Krux, ne, dass es eben auch systemische Betreibung gibt, ja, und da wird dann in vielen Bereichen dann wirklich mit einer, ja, teilweise wirklich aggressiven Energie dann auch an den Glaubenssätzen festgehalten, ja. Also du kannst an der Behörde nicht mit einem Tausender Tagessystem kommen, ja, das TTS, das hat sagen die ja, Kannst aber passieren, du kannst passieren, indem du sagst, ja, es gibt ja diesen Rechtsgrundsatz, Rechtsverzicht darf nicht ohne weiteres vermutet werden. Und du kannst natürlich auf den Service, ja, in dem Sinne der Zeitberechnung verzichten. Das geht durchaus, ja. Natürlich dürfen sie das nicht ohne weiteres vermuten, aber du kannst es ja auch deutlich machen, indem du es eben als Verzicht erklärst, weil das ist ja nicht, es gibt ja keine Teilnahmepflicht in dem Sinne an der Zeitrechnung. Das findet sich auch im Kanon 200 sehr schön, wo dann drin steht, man kann sagen, so eine kleine Ausgangstür. Wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist, wird die Zeit so und so berechnet. ja, und Das ist vor so allem, die wenn du eine Kasse dabei Programmiersprache. hast, brauchst du ja eine Lizenz. Die habe ich ja nicht. Ja, natürlich, ja, so. Und wenn ich etwas anderes habe, ja, also wenn ich so gesehen etwas anderes deutlich machen kann, also auch dokumentieren kann zum Teil, kann ich ja durchaus. Es gibt ja also auch lizenzfreie Kalender, die zur Verfügung stehen, die man auch benutzen kann oder nutzen darf, ohne dafür eben Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Dann kann ich ja das verdeutlichen. Ja, das heißt also, ich kann diese Option, durchaus wahrnehmen, indem ich eben auf diese Art der Berechnung verzichte. Diese Möglichkeit ist gegeben. Ja, das heißt also, man kann sie nutzen und auch da wiederum eine Passage für sich selbst einrichten, dass man sagt, okay, ich gehe über von dieser lizenzierten und allseits untersagten Methode aus dieser Jurisdiktion eben in meinen Zustand über, hier und jetzt. Oder dass ich sage, okay, also für Verabredungen zum Beispiel benutzen wir eben was anderes, etwas anderes. Und dann hört ja, wie es ja auch im Programm vorgeschrieben ist, die Zeitberechnung nach dieser Art und Weise eben auf. Ja, ich meine letztendlich, weißt du, eigentlich musst du nur wissen, dass es hell und dass es dunkel ist. Ja. Und so ab und zu mal den Sonnenstand angucken, dass du ungefähr weißt, wo du im Jahr bist. Auch keine schlechte Idee. Und der Mond zeigt dir die Wochen und die Monate. Was willst du mehr? Nichts ist unmöglich. Naja, absolut. Ja, aber es ist wahrscheinlich alles völlig überflüssig. Wir werden irgendwann an den Punkt ankommen, wo wir tatsächlich das so in einer Kurzfassung setzen können, dass wir sagen, es ist völlig überflüssig. Ja. Ja. Das sehe ich auch so. Also zumindest bahnt sich da auch so ein Stück weit was an. Also auch im Überfluss also im Überfluss auch mal auf den Überfluss zu schauen, ist auch eine sehr interessante Gegebenheit. Das ist das, was bei mir so entstanden ist aus dem letzten Gespräch. Ich einfach mal geguckt habe, wie sieht es eigentlich in der Nachrichtenlage aus? Ja?
Da ist ein Überfluss an Nachrichten da, das ist dermaßen unglaublich. Ja. Es wird ja jede Facette irgendwie mit einer Schlagzeile versehen und alles wird in irgendeiner Form transportiert. Und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Nachrichtenkanäle. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sprachlich irgendetwas zu transportieren, sei es noch so irre. Ja, wo man aber auch immer wieder feststellt, ja, dass gerade diese Nicht-Mainstream-Themen sich auch langsam den Weg da reinbahnen. Ja? Und das ist für mich so ein Anzeichen, dass im Überfluss grenzenlos agiert werden kann. Ja, auch in der Nachrichtenlage siehst du es ja auch. Ne? Da wird ja auch zum Teil darüber diskutiert, ja, wie konnte das denn passieren? Ja, wie war das nur möglich, dass das passieren konnte? Ja, findest du es also auch da, wenn du ein bisschen genauer hinaus und hinhörst und das heraushörst, wie da auch zum Teil diskutiert wird. Ich kann an den Diskussionen nicht teilnehmen, ja, weil sag mal so, mein Gemütszustand das nicht mehr zulässt. Es ist schwer zu ertragen. Ja. Ja, aber es ist auch da zu hören, ja. Hier und da kann man das also sehen, dass man jetzt auch in dieser Richtung diskutiert, ja, wie das denn jetzt passieren konnte, ja. Ja, Also, sowas auch und nicht. niemand will irgendwas gewusst haben. Ja, genau. Noch niemand hat was gewusst oder alle haben was gewusst und keiner hat was gesagt. Und wer es gesagt hat, hat nicht zugehört und der, der nichts gesagt hat, den unterstellt man jetzt, er hätte es gewusst. Und ja, also es ist wirklich ziemlich krass. Was mir eben immer wieder auffällt, ist, dass ganz viele Prognosen nicht mehr funktionieren. Das ist etwas, wo ich dann auch denke, ja, das hat was mit Überfluss zu tun. Weil A sind Prognosen überflüssig und B ist so viel Überfluss da, dass die Prognosen überflüssig sind, weil der Überfluss dafür sorgt, dass es keinen Mangel gibt. Ja, das hast du jetzt gemerkt, als die Gaskrise da angesprochen wurde, dass es plötzlich irgendwie gar nicht kalt wurde. Das neueste Beispiel ist dieser Streik, wo man dann schon prophezeit hat, wir haben am Montag ein riesiges Verkehrschaos und dann kam gestern Abend zufällig die Meldung, es waren ein paar kleine Staus. Also das ist, ich dann denke, ja, weißt du, dieses da habe ich manchmal so den Eindruck, jetzt wird das mit passieren vergleichen, man möchte eben, dass das passiert, ja. Da passiert es nicht. Genau, das kommt nicht durch. Es passt Das nicht bleibt durch. anscheinend im Sieb hängen. Bleibt irgendwo hängen, ja, genau. Ja, wird Ja. ausgesiebt. Ja, genau. Ja. Passiert nichts. Passiert nichts. Genau, es wird ausgesiebt. Richtig. Ja. Ja, das waren meine Ideen oder meine Wahrnehmungen, die ich jetzt nochmal kommunizieren wollte mit dir. Wunderbar. Also Ja. wie gesagt, Chris, das ist ein absolutes Highlight jedes Mal, um das mal so rauszustellen, wie du es benutzt hast. Wenn wir beide in den Austausch gehen, finde ich das immer wieder sehr erheiternd. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal ein Telefonat hatten, wo wir nicht in Tränen lachend ausgebrochen sind. Ich weiß nicht. Das passiert uns ständig. Andauernd, Ja. ja. Also, das war also ein völlig überflüssiges Gespräch. Und ich lade dich dazu ein, dass wir noch ein total überflüssiges Gespräch machen. Und vielleicht hängen wir noch ein absolut überflüssiges Gespräch noch dran. Schauen wir mal, was so geht. 14.04. Volition. Ich habe gerade noch eingangs noch gesagt, wäre schön, wenn du vorbeischaust. Also unter Umständen bist du auch vor Ort. Dann kann man mit dem Chris auch mal in Austausch gehen. Ist natürlich völlig überflüssig, aber würde sich mit Sicherheit für den einen oder anderen lohnen. Also, Chris, sag mir mal Bescheid, ob du kommst. Und wenn, dann Okay. meldest dich einfach bei mir da unten. Du wirst mich schon irgendwie finden. Ich werde eine entsprechende Ansage machen. Ne? Kann Kann passieren. passieren, genau. Ja. Gut, also kann passieren, dass der Chris da ist. Ja. Jetzt erstmal beruhigen, Moment. Okay, Michael, ich danke dir. Okay, Chris, in diesem Sinn. Bis bald.